Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Stoneheart. Unser Häuschen, unser neues, ist fast fertig. Wir können ja schon mal unserem Schreiner, der gerade nichts zu tun hat, ein paar Dinge in Auftrag geben, die wir für das neue Haus brauchen. Und zwar werden wir Kisten brauchen. Ich mach mal... Oh, das Haus ist fertig, sehr schön. Eine Kiste. Genauer Marktstand. Ja, das müssen wir auch mal machen, unser Markt. Dann brauchen wir Wandlaternen. Warte mal, eins. Mal sagen drei. Ein Händler nähert sich. Fünf Eisenspieße für eine riesige Knochenaxt. Nö. Dann brauchen wir für drinnen auf jeden Fall noch wieder Lampen. Warte mal, eins, zwei... 3, 4, 5 ist schon okay. Der junge Mann oder die Leute brauchen einen Tisch. Dabei braucht nicht jeder einen Tisch. Unten können wir einen Tisch hinmachen. Jeder kriegt von mir aus eine Kommode. Jeder kriegt ein Bett. Schreibtisch. Mach ich mal zwei. So, haben wir noch was Schönes, was wir machen können für da unten? Die Räume. Wir könnten natürlich Vorhänge machen. Vielleicht oben für die Wohnungen. Mach mal zwei Vorhänge. Ach, wir speichern. Wir speichern. Also ich könnte auch mal wieder langsamer machen. Der Steinmetz. Kannst du uns irgendwas Tolles machen für die Wohnungen? Der Kamin wäre natürlich auch cool irgendwie, aber... eher nicht. Der Schmied. Ist auch eher begrenzt. Der Koch kann eh nichts für die Wohnungen machen. Ja, wüsste nicht, was noch. Ja, die Sachen müssen wir mal noch bei dem anderen in die Bude hauen, ne? Bei unserem Kräuterarzt. Die hatten wir ja, glaube ich, gemacht und noch nicht wieder benutzt. Dann können wir das Haus ja schon mal so langsam einrichten mit den Gegenständen, die wir bereits besitzen. Zum einen, wo ist sie? Die Werkbank. Die darf jetzt hier... da ist das Haus. In die Werkstatt rein. Stelle ich vielleicht mal... die Wand... an die Wand. Sehr gut. Was haben wir denn alles schon fertig? Lasst uns doch mal gucken. Für dieses Haus zumindest. Hier hätten wir schon mal eine Wandlampe. Das Problem ist, ich sehe die Wände gerade nicht. Dann machen wir die Wandlampe dahin. Die Wandlaterne ist schon fertig. Ich wollte eine hier außen haben. Ich möchte eine hier an die Treppe haben. Und ich möchte eine hier zwischen die Wohnungen. Dann brauchen wir hier im Verkaufsraum eine Lampe. Wir brauchen in den Wohnungen oben eine Lampe. Einmal da und einmal... Hatte ich nicht noch eine? Doch. Gegenüber an die... Wo ist die Wand? Gib mir die Wand. Oh. Da müssen wir halt so irgendwie in die Buden rein, um diese Lampe jetzt da anzubringen. So. Schrecklich, ey. Wände wieder runter. Danke, danke. Ja gut, sie hängen nicht perfekt. Ist aber auch egal. An die Fenster hier wollte ich Gardinen hängen. Die andere Gardine ist noch nicht ready.
Oh ja, das Schild. Das kommt dahin. Einrichten macht Spaß. Oder in dem Schlafraum, da fehlt ja auch noch die Lampe. Die nächste Gardine ist fertig. Sonst war davon nichts. Hiervon auch nicht. Hiervon auch nicht. Die Kiste wollte ich hier in der im Werkraum haben. Ach ja, Betten, Tische, Stühle. Wie stelle ich denn dein Bett hier unten am besten hin? So vielleicht. Der Raum ist halt nicht sehr groß, ne? Es ist, also ist uns allen, glaube ich, bewusst. So, hier hätten wir dann noch eine Kommode. Hier hätten wir eine Kommode. Die machen wir jetzt relativ spiegelgleich. Schreibtische kommen hier rein. So. In die Ecke vielleicht irgendwo. Und ja, es ist halt nicht viel Platz, ne? Und das ist das Problem, hier was hinzustellen. Na gut, der Tisch funktioniert in dem Raum nicht ganz so gut. Oh, wir müssen hier... Ja, ist nämlich das Problem. Nein, nix. Die Sache ist, was baut der denn? Also da muss auf jeden Fall verfeinerte Materialien dürften da rein. Jetzt kommen die wieder mit irgendwelchem Krempel, der da nicht rein soll. Ich weiß halt nicht, was diese Zahnräder hier als Symbol sind. Talismane und Werkbänke. Verfeinerte Materialien eventuell. Ach komm, ist mir auch egal. Packt einfach rein. Macht halt. Ist okay. Können wir dir hier noch eine Kommode spenden? Oder ist der Raum da zu klein für? Nee, das müsste da eigentlich noch gehen. Bett. Bett, 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 Bett. Ja, braucht es eigentlich fast schon gar nicht, ne? Dann können wir jetzt noch das Bett schon mal zuweisen. Und zwar unserem Ingenieur. Bitteschön. Ja, das Bett muss erst platziert werden, um es zuzuweisen. Dann können wir aber mal eben, während die da zugange sind, bei unserem Kräuterarzt... Nee, du bist nicht der Kräuterarzt. Du bist der Kräuterarzt. Schon alles so voll hier, ne? Den können wir jetzt noch ein bisschen zumüllen. Ist doch schön. Und zwar mit... Bücher wollte ich hier hinhauen. Oh Gott, sind die riesig. Okay. Wieso habe ich so viele gemacht? Ein Kräuterarztregal. Das können wir auch vielleicht hier vorne in dem Raum mit reinmachen. Ich versuche da mal vernünftig reinzukommen und die Wände hochzumachen. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. So. Eigentlich Licht drin? Nee, ne? Was hatte ich denn noch? Ja, die Bücher, aber die sind halt alle auch ein bisschen sehr groß.
Ich warte mal, bis die Lampe da angebracht ist. Dann können wir da unten vielleicht die Bücher hinstellen. Bring doch die Lampe direkt mit, Kollege. Ja, los. Wo bleibt die Lampe? Lampe! Lampe! Ist nicht die Lampe. Da ist die Lampe. Danke. Passt das nicht? Doch, eigentlich schon, ne? Sehr gut. Halalalalalalala. Wusel, wusel. Was ich ausprobieren wollte, ist ja der Kasten. Ein Händler. Drei Eisenspieße für zwei ledergebundene Truhen. Nee, brauche ich nicht. Hier war doch irgendwo noch ein Busch. So, wenn wir den jetzt da hinstellen. Oh, du kannst da nicht so mittig stehen, ne? Wie, dann ist das ja blöd. Aber diese Blumenkästen sind eigentlich sehr schön, um sie dann hier, sag ich mal, aufzureihen. Soll ich einfach mal unserem Kräuterarzt Arbeit geben? Wir haben Unmengen. Wir können eskalieren. Mach mal 50. Achso, du brauchst 3. Davon brauchst du 5. Dann mach mal vielleicht nur 30. Stell mal her, mach mal. Hat der auf jeden Fall mal zu tun. So, aber das finde ich eigentlich ganz schön, wenn wir das hier so da noch so zwischenhauen. Dann würde ich nur den woanders hinsetzen. Erstmal da. Eieiei, wir haben noch so viel zu tun hier. Ist das letzte Bett hier für fertig? Achso, wir könnten das ja noch zuweisen. Und zwar besitzt. Und der eine Koch hat noch keins. Das andere Bett fertig? Ja. Hab ich das nicht positioniert? Hallo? Ja, jetzt aber. Dann gucken wir mal, wer das Bett kriegt. Ich glaube, viele fehlen ja nicht mehr, ne? Du kriegst aber dein Bett noch da oben. Okay, 1, 2, 3 dann noch. Ja, da müssten wir noch ein Haus irgendwie hier hinbauen für die letzten Menschen, die noch kein Bett haben. Ja, ist dein Bett, ne? Sehr gut. Ich weiß ja nicht, ob ich hier oben oder noch ein zweites Bett reingequetscht kriegen. Eigentlich schon, ne? Wenn wir das ein bisschen umbauen. Mit den Tisch mal hier hinstellen. Die Kommode auch. Ich weiß noch nicht mehr, wo hier die Tür war. So, da die Kommode hin. Das Bett. Dann kriegen wir hier auf jeden Fall noch ein zweites Bett rein. Mach mal bitte, lieber Schreiner. Und dann könnt ihr da zusammen wohnen. Dann wohnen unsere beiden Schreiner zusammen. Was ist hier mit den Türen? Das ist eine normale Tür. Können wir die auch mal ersetzen?
Ah ja, du brauchst irgendwie hier auch Platz. Ist das voll? Zäune, Fenster, eine Tür ist da noch drin. Du brauchst mehr Lagermöglichkeiten, meine Liebe, ne? Da ist gar nichts drin, warum nicht? Dann mache ich dir mal... Ich würde dir gerne Lagerfläche noch geben für deine ganzen gebauten Sachen. Oder du stellst dir mal selber noch so eine schöne große Truhe her. Hast du die Tür schon fertig? Und wenn ja, wo ist sie? Hier. Ja, aber da müsste ja eigentlich eher... Ah, perfekt. Okay, die ist schon mal wieder ersetzt. Da machen wir mal eine neue Tür hin, bis die nächsten Ogre kommen, ne? Wir kennen es ja alle. Kiste habe ich gerade nicht fertig, ist aber nicht schlimm. Oh, ist schon zwei fertig. Ich brauche noch ein Bett, bitte. Für den zweiten Schreiner. Das Holz ist auch voll. Hier konnte ich immer noch nichts lagern, ne? Ist halt einfach nur optisch. Ich hätte nicht gedacht, dass das Holzlager viel zu klein ist. Ansonsten könnten wir ja hier noch so ein zweites Holzlagerhütchen bauen. So einen kleinen Unterstand. Was ist mit dem Weg? Haben wir den auch nie in Auftrag gegeben? Warum nicht? Hauen. Los. Und dann baue ich jetzt hier noch so ein Holzlagerhütchen. Echt nur so einen kleinen Unterstand. Klein sagt sie, weil sie baut hier sonst was hin. Die Wände. Ja, Wände werden wir nicht haben. Die Säulen daraus bitte. Das ist doch eine Wand, ne? Warum wird die denn nicht angezeigt? Ach, weil ich das ist außer. Natürlich. So. Können wir das noch ein bisschen runter machen? Hier hinten auf jeden Fall. Den vielleicht einen runter. Und dann kommt da nämlich schon das Dach drauf. Kann ich auch Wände sagen? Gar keine. Dann mache ich lieber Holz. Die Säulen daraus und das Dach selber machen wir auch mal aus so einem Holz oder so. Ja, das funktioniert ja. Wollte ich das ja nicht haben. Moment. Nee. Doch. Nein. So wollte ich das ja. Nee, warte. So. Aber die Wände brauche ich halt eigentlich nicht. Ah, warte, Wände fallen lassen. Ja. So hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Aber macht das Haus gerade nicht mit. Schön. Das heißt, wir müssen doch diese Säulen noch anpassen. Hey, hallo. Ja,
das sieht doch gut aus. Sehr schön. Jetzt machen wir dann noch so eine hin. Unser Schreiner wird zu tun haben. Das gefällt mir. Was soll das hier schon wieder? Hey! Nein! Oh. Ich wollte den... Na. Ach, Spiel, bitte. Mobb mich nicht. So, danke schön. Da kommt dann ein kleiner hin. Das ist kein Problem. Und dann machen wir hier ein riesiges Holzlager noch raus. Das brauchen wir. Nein. Ach komm schon. Ärger mich doch nicht so. So. Kleine noch. Vorne noch ein. Ja, und das hier vorne lassen wir mal offen, dass man von hier dann einlagern kann. Was wir noch brauchen, wären Lampen. So. Und dann könnten wir das Ding eigentlich bauen, ne? Man kommt von hier raus rein. Man kann hier dann auf dem Boden die Gedönsens ziehen. Warum steht... Ach, ich habe Pause gemacht. Warum habe ich denn Pause gedrückt? Wahrscheinlich so ein nervöser Finger. Hier können wir natürlich den Weg noch anbinden. Warum nicht? So. So genehm, Spiel, ja? Okay. Dann würde ich mal sagen, Action. Baut mal den Bums. Sehr gut. Ist das Bett fertig? Ja. Da kommen beide rein. Ist die Kiste. Für die Kiste ist auch fertig. Aber ich am Überlegen bin, ob ich das dann abbaue. Oh ne, du hast was da reingetan. Nein, 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 nein. Okay, warte. Abbauen kann ich nicht mehr. Redeemen, ne? Lass mal da. Blöd. Okay. Na doch, hat funktioniert. Und dann müssen wir der Kiste nur gleich sagen, dass da halt, bestimmte Dinge nur rein sollen. So, das ist jetzt das Bett für den zweiten Schreinermeister. Zack. Okay, doch, das funktioniert eigentlich doch. Ich war nur immer leer, weil sie nichts fertig hatte. Aber dann werden wir die Kiste auch dafür auslegen. Für Möbel, Verteidigung und Dekoration. Oh, hier ist der Weg schon fertig. Wow. Wow, ich bin begeistert. Ich hab da ja gut gemacht. So, haben wir noch irgendwas, was ich positionieren wollte? Lass uns mal durchgucken. Die Lampen, die sind ja auch schon verplant. Sehr gut.
Die könnten wir schon mal hinsetzen. Nee, sonst war nichts weiter. Müssen wir halt nur überlegen. Mache ich die direkt ran? Oder mit ein bisschen Abstand? Lass uns mal gucken, wie das hier mit der Ecke wäre. Zwei dazwischen frei. Oh, das könnte echt gut werden. War ich da? Ja, da habe ich auch zwei Abstand gelassen. Immer schön drehen. Und die dann noch ein bisschen anders aussehen. Oh, das wird schön. Dann ist halt die Sache, macht man dann sowas dazwischen? Ich hau das mal so dahin und wir gucken. Eigentlich sieht das gut aus, ne? Das hat auf jeden Fall was. Ein bisschen Verschönerung. So, was wir hier aber definitiv machen können, ist die Fenster da rausnehmen, die Zäune da rausnehmen. Da ist genug Platz jetzt oben in der Butze. Türen raus, Möbel raus, Verteidigung raus, Dekorationen raus. Das ist alles Dekoration. Eigentlich sind die Sachen, haben ja auch einen Ort, ne? Außer die Werkzeuge. Verfeinerte Materialien können eigentlich auch raus. Waffen können eigentlich auch raus. Rüstung kann eigentlich auch. Ja, eigentlich machen wir es jetzt leer, ne? Räumt mal auf, Leute. Sortiert den Bums mal weg, da wo er hingehört. Gut, wie weit ist die Hütte? Ja, fehlt eigentlich nur noch der Zaun. Nein, ist das Ding ja doch auch schon wieder fertig. Ihr seid fix. Ich bin stolz auf euch. Hatten wir hier schon das letzte Bett bestimmt? Ich weiß es schon nicht mehr. Nee. Dann bekommt das der, die das... Ike? Unser zweiter Koch... Ach ne, unser zweiter Koch hat ja da drüben geschlafen. Das hier ist ja alles so für die Reisenden, ne? Wobei wir eigentlich nicht wirklich viele Reisende mehr haben. Ich könnte die letzten Betten hier einfach mal zuweisen, oder? Ja. Und die Irin, die wohnen ja halt zusammen. Ihr Wink, okay. Und dann hätten alle ein zugewiesenes Bett. Was doch schön. Nein, ich versuche mich nicht damit davor zu drücken, noch ein Haus zu bauen. Hey, das sieht gut aus. Okay. Dann denke ich mal, werden wir in der nächsten Folge gucken, dass wir das Ganze hier mal so ein bisschen langsam abschließen. Also da wird auf jeden Fall dann noch das neue Holzlager kommen. Wir machen die Wege noch fertig. Oh, können wir jetzt hier die Wege fertig machen? Das machen wir auch in der nächsten Folge. Die Wege, hier den Marktplatz würde ich gerne noch machen. Die restlichen Verschönerungen. Und dann machen wir die Stadtmauer. Und wenn wir das alles haben, dann würde ich sagen, sind wir hier aber auch sehr am Ende angekommen. Ja.
Wir könnten hier natürlich noch eine riesige Stadt hinzimmern, aber es wäre immer das gleiche. Neues Hausdesign bauen lassen, Hausdesign bauen lassen. Aber wofür? Ne? Das ist halt so das... Wofür noch? Ne? Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!